Ja, hallo Leute und willkommen zurück zu Saints Row, The Third in Still Heaven. Ich bin der Darkson und ja, ich weiß nicht, ob ihr das heraushört, aber ich musste mal eben wieder ein bisschen in den Soundeinstellungen rumspielen, weil ich die Position des Mikros verändert habe. Ich switch ja immer hier zwischen, ja, meiner Playstation Zocker Lounge, ja, also meinem Konsolenbereich und hier meinem heimischen PC mit demselben Mikro und dann steht das immer ein wenig anders. Deswegen muss ich jetzt den Sound noch mal ein bisschen einstellen. Ich hoffe, dass ja, dass das so von der Lautstärke in Ordnung ist, oder wenn nicht, dann hoffe ich mal, dass ich das nachher ja beim Schneiden und Editieren so halbwegs irgendwie auf die Reihe bekomme. Jetzt kommen wir mal zurück zur Sache. Wie komme ich denn hier raus? Ja Leute, ich habe übrigens jetzt mir nochmal die letzten Teile so ein bisschen angeguckt und ich glaube, ich habe einen großen Fehler gemacht, wo ich diese Gebäude da gekauft habe. Da hatte ich ja mehrfach erwähnt, dass ich da, ja, das Geld, 100 pro Stunde stand da immer schön. Nee, da wollte ich auch nicht hin. Domizil verlassen, jawohl. Ja, dass ich da immer Geld pro Stunde bekomme, das ist, glaube ich, gerade andersrum. Das kostet mich 100 pro Stunde. Deswegen ist auf dieser Anzeige da auch, was ich da pro Stunde einnehme, wird das auch immer weniger. Auch um ans Handy zu gehen. Oh yeah, those syndicate assholes don't know when to quit. They're attacking our crib and we need help driving them off. Ja. Das müssen wir natürlich. Dann nix wie eine Knarre in die Hand. Ja, jetzt habe ich hier von Wumme auf Knarre gewechselt. Meine Angewohnheit. So, und da müssten noch schon die ersten Nasen hier irgendwo zu sehen sein. Da steht schon mal einer. Stand. So, da sind wieder die üblichen Verdächtigen hier. Der Mann mit dem schicken Haarschnitt. Die Power Bitch. Komm, lass dich überfahren, jawohl. Au, irgendeiner schießt mich da dann noch an. Oh. Was? Wo kommen die denn her? Wie, die kommen aus meiner Garage gefahren. Alles klar. Aha. Ganz genau. Ja. Alles klar. Oh, Alter. Wieso bin ich hier überhaupt zu Fuß unterwegs? Ich glaube, das war nicht so gut. Achso, ich kann mir da auch ja so ein Schutzschild schnappen, ne? Hätte ich vielleicht auch mal machen sollen. Und wie immer hier ins Gesicht schießen. Oh, die ist ja... Achso, das sind meine... Ne, die eine ist von mir. Ah, das war die hier. Du nimmst ja wohl nicht meinen Mädel da als Geisel, du Blöde. Nein, ich habe meine eigene Tussi abgeknallt. Oh, ich bin so blöd. Ey, wo kommen die denn her? So, da hinten geht's auch nochmal raus. Ich bräuchte ein bisschen Support hier, Leute. Nicht der einzige von meiner Crew, der hier unten abhängt, oder was? Anscheinend schon. Oh, da kommt schon der nächste Karren. Jetzt ist ja bald Schicht im Schacht, ne? Da haben sie sich ja selbst jetzt so langsam den Weg zugebaut hier. Boah, ich bin hart angeschlagen. Ich muss mal gerade in Deckung. Können die mich überhaupt treffen? Ich verkrieche... Ui! Ich wollte gerade sagen, ich verkrieche mich einfach mal hier rein. Ach, hinten sitzt jetzt auch noch einer drin. Aha. Hallo, ich hatte dich doch voll getroffen. Dann jetzt. Was ein Schlachtfeld hier. Ja, da kommen die nächsten. Irgendwas habe ich wohl gerade verpasst, weil die Autos, die hier eben standen, sind nicht mehr da. Yeah. Der Mann mit der Brille. Have a nice day, mate. Ja, schön hier die Feuerstöße, ne? So, da könnte ich ja auch mal... Ach, hier, die kommen aber auch unentwegt. Wie viel muss ich denn da platt machen von diesen Wellen? Wer ist denn hier gerade ausgestiegen? Oh. Will er sich verstecken? Hallo. Hallo. Ist gut jetzt. Land. Steckt die denn ein, die Alte hier? Hat die kugelsichere Dessous oder was? Ach, springen wir ins Auto. Ich hoffe mal, dass ich ein bisschen Gesundheit regenerieren kann irgendwie. Ja, was muss ich denn machen überhaupt? Ist die Mission schon abgeschlossen oder wie? Ach so! Ich muss einfach nur noch hier in das Gebäude jetzt wieder rein. Ach, spring doch da drüber. Jawohl, Hechtrolle hier. Ja. Dann gehe ich mal ins Gebäude. So, und meine Bekanntheit wurde entfernt. Dann kann ich jetzt wieder in die Garage gehen. Super, super. Fahren den ganzen Tag Aufzug. Ja, Leute, ich habe auch nicht nur am Sound ein bisschen was geändert, gezwungenermaßen, sondern auch die Grafik-Settings mal ein wenig runtergeschraubt. Ich hoffe, das läuft jetzt ein wenig flüssiger. Hatte ja teilweise starke Frame-Einbrüche, zumindest wenn ich hier mit dem Auto durch die Stadt gefahren bin. Es wurde zwar im Render nochmal ein bisschen ausgebessert, aber ein bisschen hat man es dennoch gesehen. Momentan, ja, 25 Frames wird es gecaptured. Hat sollte langen für ein flüssiges Bild. So, wo müssen wir denn hin? Nimm Powder aufs Korn. So, da brauchen wir erstmal einen Karren. Ah, komm, wir nehmen einen von unseren hier. Hier den aufgepimpten V8, was weiß ich, was das ist. Ui, der geht ja jetzt schon gut. Ah, der geht gut. Also das ist mal was. Ah, da habe ich die richtige Wahl getroffen. Ja, jetzt gibt's Powder, Baby. Baby Powder. Au, Zweirad. Scheiße, hätte ich fast einen Kreis voll bekommen. Müsste ich ja beim Motorrad unentwegt bekommen, Zweirad-Bonus, ne? Wenn man's. Oh, Schitte. Oh, Schitte. Oh, Schitte. Kacker. Hier um die Kurve. Haha. So lobe ich mir das. So lobe ich mir. Und hier trifft man auch nochmal hart um die Ecke. Jawohl. Und da müssen wir doch hin. Sauber eingepackt. Oh, hoffentlich schaut der Karren mir nicht ab. Der ging nämlich gut. So, was müssen wir denn hier Feines jetzt erledigen? Ach Gott, Pierce ist schon wieder mit am Start. Ob das was wird? Hat die Dame etwa einen leichten Akzent? Habe ich da sowas Lateinamerikanisches rausgehört? Ich glaube schon. Ja, und no, wir waren doch eben da drin, oder? So sind wir jetzt wieder draußen. Ah, da ist die andere Gang. Alles klar. Ah, da räumen wir doch mal auf, wie immer, ne? Ach, die Waffe fliegt im hohen Bogen weg. So muss das, Junge, so muss das. So, und was hupt da hinten im Hintergrund blöd rum? Ach, das ist irgend so eine Alarmanlage hier, oder was? Alles klar, alles klar. Ich sehe deinen Kopf. Jawohl. 100 Kopfschüsse haben wir ausgeteilt. Da werden sicherlich noch weitere folgen. Ja, da war schon mal einer. So, und jetzt hänge ich an dem Ding hier fest. Nee. Was ist hier? Was geht hier? Achso, da können wir rein. Oh, guck mal, wo die hockt hier. Ja, nix wie rein in den Laden. Ui! Komm mal auf! Da war doch noch... Jawohl, wollte ich doch sagen, da war doch gerade noch jemand. Waren noch 3 Leutchen. Mama. Ist ja Full House hier im Lagerhaus. Das ist scheiße. Die mag ich überhaupt nicht. Da oben hat sich doch was bewegt. Ja, habe ich doch richtig gesehen. Da, der Mann mit der Sonnenbrille. Klatzenpeter hier. Schicke Frisur, sehr übersichtlich. Oh, da ist noch irgendwo einer. Halt doch mal still, du. Finde einen Weg nach oben. Ja, ihr seid gut, ihr seid gut. Schießen wir erstmal die Pappe da weg. Geht das überhaupt? Nö. Schitte. So, der andere rennt da immer noch blöd im Kreis rum. Ah, jetzt haben wir ihn hier. Komm, streck deine Klatze noch einen Meter raus. Ein Zentimeter wird mir schon genügen. So, ist fein. Hallo? Ah! Ja, also KI war nicht so schlau, ne? So, der Respektlevel steigt wieder. Ach, wir sollten ja einen Weg nach oben finden. Kann man da hoch? Nö. Ach, brauchen wir ja auch nicht mehr, ne? Haben ja alle erledigt da oben. So, jetzt sind wir in der Kaffeeküche oder was? Ah, Pausenraum. Jawohl. Ziehen wir mal eine Coke. Während ich hier deine Kollegen platt mache. So, was haben wir denn hier im Nachmittagsprogramm? Ja, ist jetzt nicht so spannend, ne? Gut, gehen wir mal weiter hier. Oh, this can't be good. Minigun! What the fuck? Ja, das muss natürlich jetzt wieder so ein fetter Klotz sein. Der ist nicht so... Ui, der hat mich ja gleich down. Sehe ich jetzt erst. Halleluja. Komm. Regeneriere und lad nach. Oh, ich habe keine Munition mehr, oder was? Doch. Komm. Immer draufhalten, den kriegen wir runter. Den kriegen wir irgendwie runter, solange er nicht auf mich schießt. Ist die Welt in Ordnung? Ja, erstmal den Dicken hier platt machen. Was, wo greift der sich denn jetzt hin? Da. Das war die Wiederbelebung. So. Hand. Oh, der hat sich ja resettet hier. Der. Ach, da muss ich mich beeilen. Gibt's wieder eine Granate? Jawohl. In your face, bitch. Boah, das ist schon krass, ey. Er halt eine Minikanone aufnehmen. Jawohl. Und jetzt geht's hier rund. Mädels. Tanzt. Ach, guck mal hier, die Kisten. Kann ich da das, die Gasflasche da auch? Nö. Ja, tagt auf den Tür, kommt ruhig alle rein. Boah, die Minikanone, die ist ja echt, ja. Oh, die muss man nachladen, oder was? Oh, das ging aber fix hier. So, wo ist denn der nächste? Ach, da oben sind welche, oder wie? Ja. Ah, ich geh mal hoch. Ich geh mal eine Etage höher. Das kann jetzt so ein bisschen dauern. Büro des Managers. Jawohl. So, wir sind... nee, wir sind doch noch nicht. Ah, da laufen wir noch eine Runde. Aber wir sind schon mal auf gleicher Augenhöhe. Vollgas jetzt hier. Ja, da rennen sie mir frei. Das ist ja wie Moorhuhn hier. Aber hier die... Ach, da laufe ich aber extrem langsam mit dem Ding, ne? Das sagt mir jetzt nicht so zu. Ich bin ja hier so eigentlich so der flinke Flitzer. Flink wie ein Wiesel. Naja. Diesmal nicht. Oh, guck mal, Stufe 7 haben wir auch schon bald voll. So, wenn ich jetzt hier um die Ecke gehe, Leute, dann könnt ihr euch mal auf was gefasst machen. Schnallt euch mal an. So, du bist die erste... Oh, guck mal hier. Jawohl, jetzt aber hier Butter bei die Fische, ne? Nun geht das hier vorwärts. Jawohl. Oh, da kommen ja immer mehr. Das hört ja gar nicht mehr auf. Naja, solange wir hier Punkte sammeln, ist das ja was Feines. Oh Leute, wie kommen denn da von denen? Wir können wieder nach drüben hoch. Gab es da vorhin auch schon eine Treppe? Bin ich etwa einen Umweg gelaufen? Habe ich die etwa über... Hallo? Ey, was geht denn hier ab? Achso, die hören wahrscheinlich erst auf, da rauszukommen, bis ich da hinten angekommen bin. Alles klar. Dann kämpfe ich mir mal den Weg hier weiter vor. Also das Büro des Managers muss aber sehr groß sein, wenn die da alle rauskommen. Boah, Kopfschuss auf die Entfernung. Ne, wir halten da direkt drauf. Der tanzt noch ein bisschen. Oh, jetzt bin ich in der... Ne, ich dachte schon eben, ich wäre in der Sackgasse. Oh, meine letzte Munition hier für die Minigun. Und jetzt kommen die von hinten hier, oder was? Ach, hör mir doch auf. Hasser werden Hasser. Ja, die 1000 kriegen wir... Oh. Langsam aber sicher, ne? So, jetzt bin ich wieder ein bisschen mobiler hier. Oh, Level Up! Aha. Was? Computer? Oh, die war ja von mir. Ja, hallo? Ich sitze doch gerade am Computer. Ach, die macht das. Ach, ich muss verteidigen, natürlich. Ich dachte schon, ich könnte jetzt mal eine Runde hier solitär spielen am Computer. Scheiße war's. Arbeit ruft. So, irgendwie kann man doch bestimmt hier in Deckung gehen, oder? Etwa nicht. Ist da nicht so einen schönen Deckungsknopf, den ich schon längst wieder vergessen habe, der mir wahrscheinlich ganz am Anfang mal irgendwann eingeblendet wurde. Na egal. Wir sammeln mal weiter hier fleißig Punkte für unseren Respekt-Level. Das gibt ja bei den Bandmitgliedern einiges hier, wenn wir die umnieten. Und haut mal ab mit eurem blöden Scharfschützengewehren da. Die geben ja... Platzköpfe, die geben ja am meisten auf die... Ah ja? So, mir laden nochmal rasch nach. Komm. Pierce wird richten, ja. Beste Mann im Stall, Spitzenautofahrer. Habt ihr ja gesehen in den letzten Teilen. Ein Talent. So, und das war's. Mhm. Das hätte man, ja. Da segelt wieder ein wenig Kohle auf unser Konto. Und jetzt stehen wir hier mit der Wumme direkt wieder auf der Gasse. Und unser Auto steht noch da. Hey, das ist doch wunderbar. Nix wie rein in den geilen Schlitten. Ja, ich glaube, wenn ich jemals ein Auto auf der Straße sehen werde mit so einer Farbe, ich werde mich schlapp lachen, Leute. Ich werde mich schlapp lachen. Achso, wo müssen wir überhaupt hin? Hallo? Hängt? Nee. Das belgische Problem. Ah ja, jetzt geht's hier dem Boss mal an den Kragen, oder wie? Piss, we waited long enough. Now we go for Lorraine. Jawohl. Easy. That whole tower's gotta be crawling with Morningstar. Since when have we done things the easy way? True. So what's the plan? Kill everyone we see and find Lorraine. Makes sense. Maybe at the penthouse. I'll call Shondi. Ja, Multitalent hier. We're meeting at the penthouse. I am gonna kill that son of a bitch. Don't worry, he won't get away this time. You bet your ass he won't. Ja, Multitalent hier, so hart um die Kurven driften und gleichzeitig noch telefonieren. Das müssen wir erstmal danach machen. Uiuiuiui. Wahrscheinlich klemme ich mir das Mobiltelefon. Ja. Zwischen meinen Unterarmen, meinen muskulösen Bizeps. Oh, kann ich da straight reinfahren? Nee, das wäre jetzt was hier. Schön durch die Vordertür brechen. Ach, das ist ja unser Penthouse hier. That's a little big for you. Give me the goddamn gun, Pierce. Okay. All right, let's give that motherfucker what's coming to him. Ja, ja. Jetzt geht's vorwärts. Oh, ich bin auch so passend gekleidet, Leute. Das gibt's gar nicht. Oh, ist das nicht sexy? Geil. Uhuhu. Ja, mal gucken, ob das mit dem Flugzeug noch zu toppen ist. Das war ja bis jetzt so meine Highlight-Mission irgendwie so. Ins Flugzeug reinspringen vorne, einmal durch, alles wegballern. Und dann hinten wieder raus. Zwischendurch nochmal schnell einen Fallschirm schnappen. Ja, jetzt geht's dem Obermacker da mal an den Kragen. Oder etwa nicht, weil ja, wir haben ja noch einiges an Spielzeit vor uns. das kann jetzt noch nicht das Ende sein. Oh, schönes Werbeplakat hier. Uiuiui. Stimmt, da war doch was hier. Der Lorraine, der hat doch diesen Maskentyp da irgendwie vorhin noch an der Hand gehabt. Uiuiui, ja. Entschuldigung. War reine Absicht. Wow. Liebe Freunde. War das nicht schön gefahren? So, wo hier über die Tower Bridge oder was? Ja, ja, ja. Vollgas, ne? Syndicate-Turm. Ist das eventuell dieser Partyturm da mit den tollen Lichtern? Habe ich hier so einen Nitro-Boost im Auto oder... Warum kommt da so Qualm aus meinem Auspuff? Oh, ich bin schon wieder, hab mich wieder völlig verfahren. Scheiße. Nix wie Retour. Ja, mit dem Akzent bei der Dame habe ich mich wohl doch verhört vorhin. Die spricht in der Zwischensequenz zumindest ziemlich akzentfrei. Jawohl, die Schranke hier mitgenommen. Uiuiui. Da sind wir ja schon da, oder was? Hier mit 3 Leuten stimmen wir jetzt den Turm. Das glaube ich aber nicht so, oder? Naja, wir schauen mal. Gut, dass es diese Pfeile hier gibt. Ach, hier Bauarbeiter. Der gehört aber nicht zu denen, oder? Ach, da sind die Sniper schon wieder am Start. Oh. Können wir hier... Ja, ja, komm. Geh hoch. Obwohl da niemand in der Nähe ist. Jawohl! Also muss man öfters drauf schießen und die Löcher in den Tanks, die flicken sich wohl von selbst. Alles klar. Ja, ich hab schon gesehen, den blöden Sniper. Gib da oben, du! Da ist ein Sniper. Schön, dass er sich hier in meine Nähe wagt. Der Arsch! Uiuiuiui. Und Leute, hier geht's aber wieder gut zur Sache. Ich hätte doch nochmal, ja, ein bisschen Munition kaufen sollen, glaube ich. Hallo! Was frisst der denn? So, ich muss mal gerade die Waffe wechseln. So, also mit der Pistole gelingen mir irgendwie besser die Kopfschüsse, weil ich da... Ich muss in Deckung gehen. Nein! Naja, der muss auch nachladen. Das hat mir gerade nochmal den Arsch gerettet. Boah, die stehen ja überall. Wo muss man überhaupt hin? Ich habe da völlig den Überblick verloren gerade. Reaper-Drohne, was stand da eben? Gegen McManus. Ach, gegen das Scharfschützengewehr, ja, weiß ich nicht. Die Reaper-Drohne gefällt mir irgendwie besser. Vor allem Drohne, ja. Das ist, wenn man zu viel Englisch spricht. Was? Nein! Oh! Ich hab's befürchtet, wo er eben irgendwas vom Big Guy gesagt hat. Und jetzt bleibe ich hier an den Pfosten hängen. Ach, hör da auf. Aber der geht doch schneller da und nicht vorher, oder? Vorhin, der hat ein bisschen länger gebraucht. Ja gut, ich habe ja auch Support ein wenig. Oh, mach den Dicken doch mal platt hier. Hier, du gehst direkt auf die Dame des Hauses, oder was? Das gefällt mir gar nicht. Was war denn das jetzt eben? Habe ich seinen Arsch angeschossen, ey. Alter, der geht ja voll Rampage hier. Was? Klar, den LKW da umgestummt. Mhm. Oh, they just didn't have it. Komm, er geht down, jawohl. So, schnell hin. Nein, geht doch hin. Jawohl. Aber erstmal den... Uiuiui, Alter. Der war neu. Oh. Da kennt er nichts, ne? Da fackeln wir nicht lang. So, hier kommen wir nicht durch. Jetzt müssen wir hier rum. Ui. Hab schon wieder eine von meinen abgeknallt. Ach, ist doch doof. Ja, wo müssen wir hin? Hier rein oder was? Alles klar, alles klar, alles klar. Wohin, was, wie, wo? Geisel nehmen. Ne, was ist denn das jetzt? Mach die Bombe. Ach so, das ist eine Bombe. So, die ist jetzt scharf, oder wie? Oh, da kommen wir sogar hoch. Das ist ja cool. Ja, Leute, dann gehen wir mal da hoch und gucken mal, was uns erwartet. Bin ich ja mal gespannt. Nein! Ja, die Frage ist nur, wie lang. Oh, was ist das hier? The Rock. Ach, dieses blöde Nachladen, das ist ja... Mit dem kann ich wirklich extrem gut Headshots geben hier mit der normalen Pistole. Was hat denn der sich da aufgebaut? Riesenbong oder was? Uiuiui, was ist das für ein Labor hier? Die geheimen Nazi-Experimente oder was? Von Lorraine. Oh, hier. Dildo. Schade, kann ich nicht mitnehmen. Ja, Leute, ich habe ja gesagt, ich habe den Horde-Modus ganz zu Beginn gespielt. Und da habe ich, ja, Prostituierte mit einem lila Riesendildo verkloppen müssen. Also, das ist wirklich abgedreht hier. Oh, da unten steht ein ganzer Satz hier. Flotter Dreier. 1, 2. Und Nummer 3. Jawohl. Oh nein. Oh nein. Bitte nicht schon wieder so große. Oh, da oben sind die. So, wo müssen wir überhaupt hin? Ah, da. Oh Gott, oh Gott. Zu viele Gegner. Ach, ich werfe mal eine Granate. Mal gucken, vielleicht bringt das ja was. Ne, war wieder voll für den Arsch. Warum können wir hier eigentlich keine Munition aufsammeln? Wow, wow, wow. Boah, was ist denn hier oben hier? Tanz mit offener Hose oder was? Ja. Yeah. Call me Boss. So, da steht noch eine. Die nehmen wir auch noch mit. Nein, hier. Schweißermeister, Alter. Hör mal auf. Und hinten. Jawohl. So wird das gemacht. Geht doch hoch. So ist das recht. Oh, mein Mädel brennt. Ja, vor allem hier. She's on fire. Brennende Leidenschaft war das eben. Gut. Oh! Uiuiui. Da hätte man super eine Granate reinschmeißen können. Hätten, wenn, soll, wann, könnte. Haben wir aber nicht. Ja, klappt ja auch so, ne? So, da kommen doch bestimmt noch so ein paar große von den, hier, so ein paar große Typens. Oder? The hell is all this? Ach du Kacke. Ja, so wollte ich mal aussehen. So, Philippe likes his things custom made. And for his brutes, I am the master pattern, you see. Ah. Why are you still strung up if they already cloned your ass? The copies are flawed. They have my brawn, but not my brain. I can help you. The last time a big naked dude said he could help me, it did not end well. What could he do anyway? Those wires and shit are probably keeping him alive. Trust me, I'm still strong enough to kill Philippe. Na, ob das so eine gute Idee war? Na, mal gucken, ob sein Hirn so groß ist wie sein, ja, da unten das, ne? You want some clothes, man? No time. Jawohl, so ist das. Man. Like I said, last time a big naked dude. This elevator will take us to the offices. Alles klar. Ja, Leute, da werden wir mal gucken, was uns da oben im Office erwartet und ob er sein Versprechen hier halten kann mit dem Gehirn. welches ja so groß ist wie das, was da so verpixelt ist. Schauen wir mal. Aber erst im nächsten Teil, denn ja, wenn ich auf die Uhr gucke, muss ich wieder feststellen, die 30 Minuten sind fast schon wieder vorbei. Ich sehe gerade, das läuft auf Zeit, deswegen mal ein bisschen schnell. Leute, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Zocken. Euer Darkson.